Ja, ihr wundervollen Herzenslichter, ich grüße euch von ganzem Herzen. Ich selbst war jetzt einige Zeit intensiv beschäftigt mit einigen wunderbaren Dingen, die ich in meinem Leben in die Tatkraft umsetzen durfte. Und ich denke, für einige von euch da draußen und auch fühle ich, ist vieles in letzter Zeit vorangetrieben, vorangeschritten und wir durften viele Dinge erledigen und Herausforderungen wurden mit Lösungen auch gesegnet, aber gleichzeitig durften wir auch vieles loslassen und uns davon auch sozusagen befreien, um einen neuen Weg einzuschlagen. Und genau darum geht es jetzt, vor allem mit dem Lunasat-Fest, das wir jetzt gefeiert haben, zur besonderen Sonnendrachenvollmonde. Die Drachen sind jetzt intensiv bei uns, um uns in der Wandlung zu unterstützen, um sozusagen den Fluss frei zu machen für uns, für eine höchstmögliche Glücksverwirklichung. Und diese Freiheit fließt ganz besonders, wenn du mit den Engeln strömst, wenn du mit deinem Schutzengel dich jetzt ganz besonders verbindest. Dein Schutzengel ist jetzt intensiv bei dir, um dir jetzt auf deinem Weg zu helfen, um dich auch zu stärken auf deinem Weg, was jetzt zu dir kommen soll und was du jetzt brauchst und benötigst und wo deine nächsten Schritte gehen sollen und dürfen, damit du wirklich deine höchste Glücksverwirklichung finden kannst. Und vor allem spüren wir das natürlich jetzt auch mit den Sonnenströmen, die intensiv auch über die Schumann-Frequenz auf uns einströmen. Nicht nur durch die Halos und auch durch die CMs, die wir jetzt auch und auch die Solarflares, die auf uns einströmen, die wir auch sozusagen in verschiedenen grafischen Formen astronomisch, wissenschaftlich nachweisen können. Es geht darum, dass wir spüren, dass unser Körper, vor allem jetzt nach der Dynamik der Sonnenvollmondin, die über die Drachenmagie auch strömt, eine sehr explosive und intensive Kraft, sagen wir mal eine Sprengungsmagie, bereitgestellt hat, die über die Sonnenmagie hereinströmte, damit wir jetzt in unsere Glücksverwirklichung kommen können und dass wir auch wirklich freie Fahrt haben und in der Freiheit auch strömen können, ist es wichtig zu wissen, dass dein Körper dadurch jetzt auch diese Initiationsenergien, in der wir über diese große Aufstiegsenergien, Erhebungsenergien, die uns voranschreiten lassen, dass du darin auch immer wieder Entschleunigung findest. Und dass du deinen Körper vor allem jetzt auch Ruhe und Entspannung gönnst, um das, was jetzt in letzter Zeit für dich geflossen ist, auch reinsickern lassen zu können, verstoffwechseln zu können. Und da brauchst du eben auch Ruhe, Meditation, viel Natur. Die Natur ist jetzt in einer größten, stärksten Kraft. Auch wir haben gerade die Kräuterweihe gefeiert und die Kräuter sind ja auch dazu da, um uns sozusagen mit der großen Göttin und der Mutter Erde zu verbinden. Und die Mutter Erde stützt uns und nährt uns und schenkt uns Ausgleichung und auch Kraft, bei uns zu bleiben. Und der Kosmos versorgt uns mit dem Licht, das wir jetzt brauchen, um voranzukommen und um auch Inspirationen und Geistesblitze zu bekommen, um genau zu wissen, was jetzt zu tun ist und auf unseren Weg zu bleiben. Und wenn du dich täglich nährst und immer wieder mit dem Herzenslichtkanal ausrichtest, wirst du merken, dass du auf deinem Weg bleiben wirst und kannst. Und dabei strömen wir jetzt ja in den August hinein, sozusagen schon Ende des Julis hin. Und der Ende Juli hat jetzt noch einige Besonderheiten, die ich hier teilen möchte, vor allem besondere Portaltage. Und die wir jetzt auch, vor allem jetzt auf dem Wochenende hin, besonders nochmal eine Aktivierung, eine starke Sonneneinströmung vollenden wird, um uns sozusagen auch in den Übergang zum Neumond in den August hineinzuweben, der ja besonders im August, Anfang August schon strömt. Und diese Aktivierung, vor allem weil wir jetzt vorbereitet werden, von August bis zum November hin, werden wir eine starke Supermagie fühlen. Das heißt, August, September und Oktober, sowie auch der November, hat besonders vier Supervollmonde. Der August, der Vollmond, ist ein Supervollmond, genauso der September, genauso der Oktober und der November. Und diese vier Monate strömen einer starken Ausdehnung Schöpfungskraft. Das heißt, du bist göttlich geführt und wirst jetzt auch nochmal in eine Mut, Stärke, Umsetzungskraft, aber auch um Entscheidungen nicht sozusagen drumherum kommen, weil diese Entscheidungen kommen, dass du ihn auch sozusagen liebevoll triffst für deine höchste Glücksverwirklichung. Und der Monat August steht auf einer großen kosmischen
Ausströmung, nicht nur mit dem Stern Sirius und mit Venus und auch dem der Planetenparade oder Reihe, die wir sozusagen mit 5 bis 6 Planeten in einer Reihe erleben werden. Also hier kommen Unterstützungsenergien, die dir dabei helfen, deinen Weg gut einzuweben. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Ja? Auch bei mir hat sich sehr, sehr viel bewegt. In der Technik durfte ich neue Einstellungen machen, die sich jetzt auch über meinen Computer, über mein Handy neu geformt haben. Auch in meinem Berufsleben hat sich einiges neu sortiert. So auch in meinem Familienleben. Es ist so wichtig, jetzt zu fühlen, dass die Feinfühligkeit und das Fühlen selbst dein Kompass ist, dein sozusagen die Fühler deines feinfühligen Seins, um dich voranschreiten zu lassen, wo etwas wichtig ist, wo etwas vielleicht nicht so wichtig ist, wo auch dein Umkreis sozusagen, dein Freundeskreis, dein Beziehungsgeflecht neu einsortiert wurde, ja, wo du vielleicht Abschied genommen hast von einer Freundin oder vielleicht einem Partner, wo du vielleicht auch mal einen ganz neuen Bereich erobern wolltest oder vielleicht auch aus deinem Berufsleben nochmal eine ganz neue Richtung bekommen hast. Und das sind jetzt die Weichen, also die Wandlungszeiten, in der wir jetzt stehen. Und diese Wandlung ist einer der wichtigsten jetzt in diesem Jahr, damit das Jahr 2025 wirklich golden laufen kann, ja, in einer goldenen, runden Lichtkraft. Und du wirst so geführt, spüre die Engel an deiner Seite, rufe sie an deiner Seite, auch zu deiner Unterstützung, ja. Und das ist jetzt sehr, sehr oder essentiell wichtig, ja. Und die lila Feuerflamme, die wir jetzt dafür brauchen, ist durch Erzengel Zartkiel und Lady Amethyst, das sind Zwillingsflammen, geführt. Das heißt, die lila Feuerdrachen unterstützen uns seit der Sonnendrachenvollmondin besonders, um direkt alles in Liebe, Licht und auch Weisheit und göttliche Anmut umzuwandeln. Das heißt, sobald du in einem Feld bist, wo Wandlung geschehen darf, wo auch in der Kommunikation, im Austausch oder auch wenn du einen neuen Raum oder vielleicht ein Gebäude gekauft hast oder vorhast, ein Gebäude, ein Grundstück zu kaufen oder viele Dinge, dass du dich erst einmal bewusst mit Erzengel Michael und Erzengel Zartkiel verbindest, um das auch liebevoll energetisch abzustimmen, ja. Und dabei unterstützt sich natürlich der blaue Strahl ganz besonders von Erzengel Michael sowie auch von Elmor, ja, und den Engel des blauen Strahls, um dich mit dem göttlichen Willen auszurichten. Und er schützt dich auch jetzt besonders, ja, im energetischen Sein. Und die lila, der lila blaue Strahl ist eine ganz besondere Verbindung mit Erzengel Zartkiel und Erzengel Michael und hilft dabei eben, dass du wirklich den Weg freiräumen kannst mit all dem, was du energetisch, physisch und auch im Feinstofflichen schöpfen möchtest. Jetzt ist dein Schöpfertum, dein Schöpfersein, deine Selbstmeisterung von ganz großer Bedeutung, dass du jetzt eben in der unsichtbaren und sichtbaren Welt gemeinsam verbunden wirkst, durch eben deinen Schutzengel oder die Drachen oder die Einhörner. Es sind so viele Wesenheiten, Naturwesen, ja, die Mutter Erde, so viele Wesenheiten da, die jetzt dir Unterstützung sind, wenn du darum bittest und sie an deine Seite rufst, ja, ob es für deine Stärkung und Ausgleichung, für dein Immunsystem ist, ja, und ob es auch für positive Gespräche ist, für Verträge abzuwickeln. Hol dein geistiges Team jetzt an deine Seite. Schenke deinem Körper jetzt genügend Ausgleichung, indem er frisches Quellwasser oder reines, energetisiertes Wasser trinken kann und eine bewusste, natürliche Nahrung. Die Mutter Erde schenkt uns reich mit Nahrung und dass wir diese Nahrung auch wertschätzen und dankend und liebevoll zu uns nehmen. Ja, das ist jetzt einer der wichtigsten Themen, die wir brauchen, wenn vor allem Sonnenströme und kosmische Lichtströme einwirken und für uns zum höchsten Wohle strömen. Das liegt natürlich jetzt auch an dem Jahreskreis Mondfest, dem Lunasat, dem Nebenfest, das wir jetzt im Juli gefeiert haben und das wir mit dem Sonnendrachen-Vollmondin verbunden haben, weil wir dadurch natürlich jetzt auch in eine große Entfaltung gehen. Und der August hat eine intensive höhere Kraftwirkung nochmal bereit. Das heißt, wir kommen jetzt erstmal so richtig auf den Höhepunkt des Jahres hin. Vor allem der 8.8. ist ja das Löwenportal, das Lion Gate. Und darüber habe ich ein Video gemacht, das ich dir dann demnächst noch verlinken werde über den Monat August. Schau dir dieses Video vom Monat August besonders an. Notiere in deinem Kalender die Termine besonders, weil das sind jetzt wichtige Termine, die ich dir im Monatsüberblick August bereitstellen werde und dir sozusagen vielleicht
dann wahrscheinlich schon nächste Woche veröffentlichen werde. Auch dann werde ich in nächster Zeit wieder mehr Videos machen. Jetzt dürfte ein wenig Pause sein, da ich auch mich konzentrieren durfte auf mein Leben, auf meine Entwicklung und mich vorbereiten durfte auch auf die nächsten Monate und mich sehr, sehr freue, auch wieder das Selbstmeisterprogramm zu eröffnen, besonders im September, weil da schwimmt die Herbsttag- und Nachtgleiche mit einem Supervollmond und noch einer partiellen Mondfinsternis. Also es wird sehr, sehr spannend, was jetzt in nächster Zeit geschehen wird und da freue ich mich wieder 2 Monate lang Herzenslichter zu begleiten, in ihre Selbstmeisterung, in ihren Herzenslichtkanal ausgerichtet zu gehen. Also das würde ich dir jetzt schon mal absolut empfehlen, dabei zu sein. Gleichzeitig werde ich im August wieder in der Schweiz sein, ihr Lieben, in Luzern, um dort auch in Neuenkirch im Lichtraum Lotus wieder eine magische Buchvorlesung für Familien und Kinder zu halten. Wenn du magst, sei gerne um 14 Uhr am 24.08.2024 dabei. Gleichzeitig werde ich an diesem Tag auch um 16 Uhr einen Vortrag halten über die Neuzeitenergien, über die Zyklen der ursprünglichen göttlichen geführten Ebenen, über Jahreskreisfeste, über das Jahreskreisrad, aber auch über die Zyklen des Lebens. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dann da sehen darf und auch spüren darf. Ja. Also das wird sehr, sehr schön. Gleichzeitig ist am 24.08. auch nochmal eine Buchverlesung um 11 Uhr bei einer lieben, wundervollen Herzensschwester Amanda. Freue ich mich auch sehr, dort sein zu dürfen. Vielleicht ist das auch eine Gelegenheit, mich persönlich und auch dich persönlich kennenzulernen und uns gemeinsam physisch zu begegnen. Ja, ich freue mich riesig auch, dir nochmal hier mitzuteilen, bereits jetzt mitzuteilen, für alle, die hier anwesend sind, dass Engelkommunikation eins der wichtigsten ist, jetzt in unserem Leben, um das Ganze harmonisch und liebevoll zu gestalten, mit der geistigen Welt verbunden sozusagen. Und dabei durfte ich jetzt oder darf ich am 29.09. im September 2024 einen Engeltag mit dir zusammen erleben. Und zwar im Bio-Hotel Falkenhof Bad Füssing bei mir in Bayern. Und wenn du möchtest, würde ich mich riesig freuen. Es wird für 12 Personen dieser Raum geöffnet. Und es wird um 9 Uhr bis 12.30 Uhr stattfinden. Und es wird auch ein 3-Gänge-Menü geben, ein besonderes 3-Gänge-Menü von dem Bio Falkenhof. Freue ich mich wirklich sehr, dies genießen zu dürfen zur Mittagszeit mit dir gemeinsam. Denn es ist ein wundervolles Hotel, das auch auf Engelfrequenzen abgestimmt ist. Unter anderem im Gebäude Engelfrequenzen integriert sind. Darüber werde ich dann mehr erzählen, wenn du physisch vor Ort bist. Und ich freue mich einfach riesig, diesen 29.09., der übrigens der Feiertag der Engel und der Erzengel ist, ja, auch von Erzengel Michael besonders, dann dich begrüßen zu dürfen. Das ist für jeden bestimmt, auch für Paare, wenn sich auch eine männliche und weibliche Kraft gemeinsam verbinden wollen, auch da bist du herzlich willkommen, dabei zu sein, auch für Männer sowie auch für Frauen. Und es geht darum, dass du Tools bekommst und Möglichkeiten in Freude und Leichtigkeit mit den Engeln im Alltag und im Berufsleben für dein ganzheitliches Sein auch im Alltag zu schwingen und wie man mit ihnen direkt und klar kommunizieren kann. Und das möchte ich mit dir physisch an diesem Tag über Meditation, aber auch über Gespräche, über unseren Austausch und über die Möglichkeiten, die ich dir als Handwerk an die Hand lege, offenbaren. Und ich freue mich von Herzen, diesen 29.09.2024 bei uns in Bayern mit dir erleben zu dürfen. Also sicher dir diesen Platz, es sind nur 12 Plätze, da dieser Waldruheraum, wir werden auch ganz doll in der Natur verbunden sein, also wir haben eine starke, wundervolle, ruhige Naturverbindung um uns drumherum. Wir haben auch Kristalle in dem Hotel verbunden, werden auch in den Kristallraum gehen, um die Kristalle, Bergkristall nochmal intensiv spüren dürfen und können. Und du wirst natürlich mit Obst, Kaffee und Kuchen versorgt, auch noch nebenbei. Und von mir wirst du noch besondere Geschenke erhalten. All das findest du in meinem besonderen magischen Shop www.magischer-shop.de unter Kristall Community. Darin findest du auch, ich verlinke das hier unten nochmal, dass du all diese wunderbaren Veranstaltungen finden kannst, unter anderem wo ich im August bin, was im September passiert, dass du das dann auch ein bisschen anschauen und nochmal reinfühlen kannst. Ja? Folge da ganz deinem Herz und deiner Intuition, denn du bist jetzt intuitiv immer mehr auch als feinfühliges, bewusstes
Wesen geführt, deinen Weg zu gehen und ihn auch authentisch zu gehen. Ja? Und dabei unterstütze ich dich mit wertvollen Impulsen, ihn mit Leichtigkeit und Freude zu gehen. Ja? Freude ist das höchste Glück. Um das höchste Glück auch in der Freude und Leichtigkeit zu leben, brauchst du dazu auch manchmal so einen kleinen Wegweiser, um dann auch wieder neu justiert deinen Weg gehen zu können. Und diesen Wegweiser, diesen Kompass möchte ich dir gerne schenken, wenn du bereit bist, mit mir gemeinsam zu schwingen. Da freue ich mich sehr drauf, diesen Engeltag am 29.09. zu erleben, sowie auch am 24.08. mit dir gemeinsam physisch zu sein. Das ist etwas sehr, sehr Magisches. Und das Selbstmeisterprogramm, das im Herbst beginnt, wird eben online stattfinden für alle, die auch eben unterwegs sind oder eben sozusagen in anderen Ländern zu Hause sind, so kann es jeder mitnehmen. Es ist, wird immer auch aufgezeichnet, das heißt, hier wird nichts verpasst. Und dahingehend werde ich auch nochmal viel mehr darüber veröffentlichen zu einem extra Video. Aber jetzt hast du mal die wichtigsten Informationen. Einiges geschieht gerade und zeigt sich auch gerade auch für dich. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass du jetzt vor allem deinen Körper immer wieder Ruhe und Entspannung gönnst. Vor allem jetzt brauchst du viel Schlaf. Und ganz besonders achte auf deine wunderbares dritte Auge, Zirbeldrüse. Achte darauf, dass du wirklich bewusste Nahrung zu dir nimmst und dass du jetzt deinen Körper mit vielen Mineralstoffen versorgst, unter anderem auch Magnesium. Vor allem, wenn hohe Lichtschwingungen einströmen, braucht der Körper Ausgleichung, unter anderem Vitamin C und Magnesium. Folg da gern auch mal vielleicht zu einem Heilpraktiker oder mach ein Bioresonanzfeldanalyse, um einfach mal zu schauen, was dann braucht dein Körper gerade. Ja, auch mal mit deinem Allgemeinarzt zu sprechen, um auch mal einen Körpertest oder Check zu machen. Das ist schon immer wichtig, dass man das regelmäßig macht, dass man auch die heilpraktische Medizin mit der allgemeinen Medizin verbindet, um auch zu schauen, wo brauche ich denn jetzt besonders Unterstützung, damit mein Körper sich wieder gut ausrichten und gestärkt sein kann. Und da brauchen wir natürlich auch immer wieder Helfer an unserer Seite und deswegen folgt da ganz deine Intuition. Du wirst auch von den Engeln geführt werden, dass du da mit wunderbaren Menschen zusammenkommst. Ja. Gleichzeitig wird auch das Kartenset Teil 3, das ich hier nochmal zeigen möchte, dass auch im magischen Shop unter Wirkungshelfer zu finden sind. Das Kartenset Teil 3 ist das Engel- und Erzengellicht-Kartenset, das mit den Engeln und Erzengeln verbunden ist. Und ich würde dir das absolut empfehlen, jetzt in dieser Zeit beide zu haben und mit dem jetzt täglich zu arbeiten, immer wieder mal eine Karte zu ziehen, die Texte auf der Seite zu lesen, denn diese Texte sind hochschwingen und haben meist auch hinter den Worten nochmal fühlende Schwingungen, die dir dann auch über Inspiration der geistigen Welt bereitgestellt werden. Jedes Mal, wenn du eine Karte liest, auch wenn du es schon mehrmals gelesen hast, wird es dir wieder ganz andere Impulse schenken, die du brauchst und jetzt auch benötigst. Formt euch jetzt ganz bewusst auch in der Erdung, vor allem wenn höhere Sonneneinströme wie jetzt natürlich auch intensiv da sind, vor allem heute zum besonderen Maya-Silvesterfest. Wir haben heute das Maya-Silvesterfest, das sozusagen ein neues Jahr beginnt bei den Maya-Energien. Und morgen strömt sozusagen das Neujahr der Mayas und dieses nennt man grüner Tag. Und der grüne Tag ist ein wichtiger Tag, um die Informationen leicht und friedlich aufzunehmen über die Kraft der Meditation, über die Kraft der Stille. Also du bekommst jetzt besonders heute sehr viele geistige Inspirationen und heute zum grünen Tag der Maya, des Silvesterfestes der Maya, möchte ich dir hier ganz besonders dieses Video offenbaren. Und dass du auch weißt, dass alles, was jetzt auch über gesundheitliche Formen passiert, über deinen Körper, es ist jetzt einfach wichtig, dass du in die Entspannung und Ruhe kommst. Und wenn du das eben durch deinen Alltag nicht schaffen konntest, dann zeigt es dir natürlich auch dein Körper. Deshalb ist es wichtig, dass du in Ruhe und Frieden jetzt wieder runterkommen kannst, weil eben sehr viel passiert ist, weil du vieles gemacht hast und auch entwickelt hast, brauchst du auch immer wieder die Entschleunigung, um diese Initiationsenergien zu verstoffwechseln und auch zu erden. Ja, es darf erstmal hinabsickern in dir. Und dafür brauchst du auch meistens ein paar Stunden oder auch mal ein paar Wochen oder mal ein paar Tage. Das kommt darauf an, was du gerade brauchst, wo du gerade stehst, in deinen Energiefeld zu zentrieren und das alles liebevoll in dich, in dein allgemein System, ganzheitliches System zu verankern. Und deshalb ist es sehr wichtig, bewusst zu atmen und täglich jetzt
zu meditieren. Nimm dir 10 Minuten täglich Raum, um in der Stille zu sein, um dich geerdet zu fühlen, um dich mit Mutter Erde zu verbinden, um mit dem Himmel zu verbinden, dem Kosmos, der Quelle selbst, um das Licht in dir aufzunehmen, das dir jetzt über die Sonne und auch über die Sterne intensiv sozusagen unterstützen. Ja, das ist wichtig, denn unser Körper verschmilzt mit unserem Lichtkörper. Und das ist ein Prozess, der braucht auch immer wieder seine Dynamik und seine Entschleunigung und seine Stille. Ja, und diese Stille, die brauchst jetzt du. Und das kannst du jetzt ganz besonders, jetzt haben wir ja auch die Zeit, wo der Sommer einen intensiven Höhepunkt erreicht. Und dass du auch die Natur und vor allem das Wasser jetzt ganz, ganz doll genießt, dich auch deinen Körper mit dem Wasser verbindest, dann es unterstützt dich nicht nur in der Kleinung, in der Reinigung und Klärung, sondern auch in deinem Lymphsystem, in deinem Stoffwechsel, dass du dich mit dem See, mit dem Meer oder mit Wasser verbindest. Das wird dir jetzt sehr, sehr gut tun und vor allem auch Quellwasser, reines, energetisiertes Wasser zu trinken. Ja, ich umarme euch jetzt von Herzen und freue mich, wenn du das zweite Video über den Monatsüberblick August noch ganz besonders stopp immer wieder das Video und schreib dir die Informationen bewusst in deinen Kalender auf, damit du die nächsten 3-4 Monate bewusst vorbereitet bist und deinen Weg gehen kannst. Ich werde dann von Monat zu Monat immer wieder ein Monatsüberblick-Video machen, weil es so viele Informationen sind und habe jetzt erstmal mit dem Monat August, teilweise auch schon September angefangen, sodass du da schon die wichtigsten Informationen hast, ja, um deinen Weg wirklich göttlich und kraftvoll gehen zu können. Ich segne euch jetzt von ganzem Herzen. Eure Simone und ciao, Celine.